Ein Stimmwunder, ein Rache-Tattoo und ein Superfan. Hier kommen drei Fun Facts über die neuen Köln 50667 Stars. Seit dem 20. März laufen die neuen Folgen der Daily mit 14 frischen Gesichtern im TV. Doch wie ticken die Neuzugänge? Massimo Nigordi spielt Familienvater Mario und hat privat ein besonderes Talent. Ich bin Sänger und Komponist. I found the love for me. Leonie Balz, aka Barbie, kennt man schon als Ex-DSDS-Kandidatin. Neben der Musik sind Tattoos ihre absolute Leidenschaft. Dabei begeht sie mal einen großen Fehler. Wow, haben wir mal das Gesicht von einem Ex-Freund tätowieren lassen. Also das ist ganz fatal. Darauf habe ich einen Dämon machen lassen. Also das war eine Sünde tatsächlich. Als dann dieses Gesicht auf meinem Körper war, da habe ich dann kurz überlegt, okay, du hast heute echt Scheiße gebaut. Das wirst du covern müssen. Besonders süß? Zoe Chiara Wallner alias Emma ist der wohl größte Köln 50667-Fan. Also ich gucke das Format ja jetzt schon seit 8 Jahren und mit 12 habe ich mich tatsächlich auch das erste Mal beworben. Und dann jetzt 8 Jahre später hat es dann funktioniert. Das heißt, es ist schon ein Traum in Erfüllung gegangen. Ja, ich habe fast nicht mehr damit gerechnet, aber jetzt kam es und es macht mich umso glücklicher, ja. Die Neuen scheinen eine süße, bunte Truppe zu sein. Bisher reagieren die Zuschauer zwar verhalten auf das neue Köln 50667, aber vielleicht können Barbie und Co. sie ja noch umstimmen.